Moin zusammen, zusammen, heute am Start mit South Park, The Stick of Truth. Ja, das letzte Mal sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Ich denke es einfach mal. Wo wir zu Al Gore wollten. Der uns hier die ganze Zeit schon nervt. Ja, neue Nachricht von Al Gore. Wie wir jetzt schon eine bekommen. Ja, der nervt ehrlich. Nicht mal 5 Minuten weg und jetzt schreibt er mir die ganze Zeit. Hallo? You're back, Junior Al Gorean. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man-Bear-Pig! I have you now! Let us fight to the death! Willst du mich verarschen? Ich helfe dir die ganze Zeit, jetzt denkst du, ich bin der Böse? Excuse me, is this really a good idea? Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! You cannot escape the scientific survey of global planetary. Oh, ich hab gar nicht drauf geachtet. Das ist der Hammer. Alter, wie viel? Natürlich, willst du mich verarschen? Der will mich da verarschen, oder? Was, die haben auch noch so viel Attack Damage. Oh mein Gott, was geht denn bei denen ab, ey? People laughed at me when I told them you were real. Who's laughing now? Hiya! Taking fire! Ach, Mist, ey. I'm hit. Alter. So. Eigentlich muss ich einen Heiltrank nehmen, aber ich bin höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Angriff tot. Ach, Kenny habe ich auch noch. Butters. Ich möchte gerne eigentlich Butters haben. Hallo. Willst du dich verarschen? Alter. Alter, man merkt, dass ich sehr lange draußen bin aus dem Spiel. Jetzt bin ich wirklich an der Überlegung, ob ich mich nochmal mit denen anlege. Ob ich ihn vielleicht ignoriere. So, und dann zu diesen Kunden gehe. Ich gehe zu diesen Kunden aus der... Das ist mir zu dämlich, mit diesen Typen mich anzulegen, ey. Haben wir hier irgendwas? Brauchen wir hier überhaupt was? Ja, was brauche ich denn noch? Kaufe ein Golf-Outfit, habe ich gemacht. Kaufe ein paar Golf-Handschuhe, habe ich auch gemacht. Achso, im Prinzip jetzt eigentlich nur noch zu den Gothic-Typen hingehen. Al Gore ignorieren wir erstmal. Egal, die übernehmen den später. Der geht mir auf den Sack, der Typ, ey. Immer mit seinen komischen Nachrichten, Worten du oder deine Mitglieder, deine Familie, von schlecht, wie läuft den Tag? Gib mir auf den Sack, jetzt wissen wir ja, was er von uns will.
Eigentlich will er ja nichts Gutes von uns. So, auf zur Schule. Dann legen wir uns mal die scheiß Gothic-Sachen an. Und dann ab geht's. Gothic-Mütze. Gothic-Handschuhe. Den Kaffee und die Zigarette Hammer. So, jetzt gehen wir zu den Gothic-Leuten und gucken, wie wir uns entscheiden, weil... Ja, hab ich gemacht. Oh, was geht ab, Junge? Oh, Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah! There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Verstoße gegen die Regeln, okay. Andere Frage, muss ich dieses Schild jetzt ausrüsten? Nee, zum Glück nicht. Ich dachte jetzt schon, ich muss dieses scheiß Schild ausrüsten. Warum werden mir meine Zigaretten entfernt? Was ist das für ein Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Oh, was ist da? Was liegt denn da? Ah, vom letzten Mal noch, oder was? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist der Elternrat denn? Finde neue Verbündete. Gleichgewicht. 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 Entfreunde El Gore. Ah, da ist das. Gleich nebenan. Das ist ja nicht weit. Schauen wir mal, was wir den Eltern so antun können. Warum wartet er denn draußen? Verstehe ich gar nicht. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Keine alle ignorieren ihn. Taco Bell is being more important than our kids' education. What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, I'm the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Give in. Go. Come on. Ha. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Yeah. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away for me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. Fuck. Gib dich zu Usold. Okay. Was mit ihnen hier? Hallo? The conformists. Why are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Wer ist er? Ist er der Fotograf? Hallo? Ah, ja. Ich kann hier auf jeden Fall nicht rennen. Ich kann auf jeden Fall hier...
Ah. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Elternteil zeigt mir richtige Power. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Missed. Yeah, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. No. Yeah, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Hi-cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey, now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. You're still going, huh? Do it again. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Key-yaw! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone. Sagt jeder, warum? Warum? Now go. Dieses Spiel ist verdreht im Kopf. Pretty gross, new kid. Okay. Leute, ich bin maximal verwirrt. Das wisst ihr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin wirklich maximal verwirrt. Los ist Taco Bell. Ach so, da ist das, okay. Okay, raus dort, dann laufen wir die Straße runter und gehen dann zum Taco Bell. Noch eine Straße. So. Taco Bell, coming soon. Oh, okay. Was geht hier ab? Coming soon, Taco Bell. To be concerned with here, absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency. Fuck.
Michaels, neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Fuck, die haben den getötet. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Don't you know any way to get past people? USF. Go bug somebody else. That's enough. Now, beat it, kid. Kuvas. Ja. Wähle den Furzkran allein. Ich will den Quietscher haben. Benutze den verstohlenen Quietscher, um den Wachen vorbeikommen. Wähle den verstohlenen Quietscher aus und halte G. Ach so, F. Ja, wie wähle ich den aus? That's enough. Frage ist eher, wie ich ihn auswähle, oder? Mit Q? Nee. Sick, dude. Not exactly sure what you're asking. Not exactly sure what you're asking. Leute, ich bin gerade vollkommen, ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen kann, weil hier steht ja G, kann ich hier kurz Granate machen. Mausrad auch nicht. Efele. Ah! Sag mir nicht das. Mit E wehe ich ihn aus, never mind. Wenn der Furz dort explodiert, wo du ihn hörst, klicke mit der linken Maustaste, um ihn explodieren lassen. Jeder von den markierten Furz wurde von ihnen entfernt.
kleine Distanz, ey. Ey, das ist halt zu kleine Distanz. Alter, wie schnell muss man da dann reagieren, ey? So Leute, wir machen erstmal einen kleinen Boxenstopp, würde ich mal so meinen. Tut mir leid, die Folge war höchstwahrscheinlich total langweilig, weil wir die ganze Zeit was ausprobiert haben. Ich war total vom, weiß nicht, vom, ich kann nicht mehr mich richtig ausdrücken mehr. Bis später, Chosen.